Schon vor 2000 Jahren zogen Soldaten des römischen Heeres und Händler auf der Via Claudia Augusta durch den Finchgau und weiter über den Reschenpass nach Norden. Ausgrabungen ergaben, dass sich nahe Schloderns eine Höhensiedlung befand, in der schon zur Kupferzeit, also 3300 vor Christus, Menschen gelebt haben. Sie waren aber nicht die ersten, die hier lebten. Die Hochblüte in diesem Gebiet dürfte allerdings in der späten Eisenzeit, also damit 1100 vor Christus, gewesen sein. Der genaue Zeitpunkt der Ortsgründung von Schluderns ist nicht bekannt. Es dürfte sich um das 11. bis 12. Jahrhundert handeln, als eine größere Besiedelung im Finchgau stattfand. An der Anhöhe oberhalb des Tales war der Ort vor Hochwasser der Etsch sicher. Der Boden war fruchtbar und das Klima günstig, und so hatten die Bauern jahrhundertelang ihr Einkommen. In den früheren Besiedlungsjahren bot auch der Handel eine Einnahmequelle. Einige der Bauern, die größeren Grundbesitz hatten, kamen zu Wohlstand und ihre Häuser weisen mit Fresken gestalteten Fassadenschmuck auf. Eines davon, das ehemalige Großhaus, ist heute das Rathaus der Gemeinde. Viele der Objekte weisen auf die landwirtschaftliche Tätigkeit hin. Scheune und Geräteschuppen findet man noch an vielen Plätzen im alten Teil des Ortes. Einige davon sind nicht mehr in gutem Zustand, ein Zeichen, dass die Landwirtschaft an Bedeutung verloren hat. Die Ortskirche zur heiligen Katharina wurde bereits Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet und Ende des 15. Jahrhunderts durch einen gotischen Neubau ersetzt. Nur der romanische Kirchturm wurde bei der Erneuerung belassen. Die Apsis und die Decke des Gotteshauses wurde mit einem Kreuzrippengewölbe ausgestattet. Den Hauptaltar schuf Balthasar Hora, ein Passauer Bildhauer, der 1807 in der Kirche aufgestellt wurde. Zuvor stand dieser Hochaltar in der nahen Stiftskirche von Marienberg. Der niedere Altar hat Nischen mit heiligen Figuren, im Mittel Christus am Kreuz. Im Gegensatz zum spätgotischen Kirchengebäude wurde die Einrichtung in barocker Gestaltung ausgeführt. Die Seitenaltäre sind mit Säulen, reichen Profilen und Puttos gefertigt. Die Kanzel ist reich verziert und mit Scheinmarmor gefasst. Am Schalldeckel sieht man die heilige Dreifaltigkeit.
Auf der Empore, die 2019 aufgestellte zweimanualige Orgel, welche die alte pneumatische, nicht mehr den Anforderungen entsprechende ersetzte. Auf einem Hügel oberhalb des Ortes steht das bedeutendste Bauwerk des Ortes, die Kurburg. Sie ist eine der besterhaltenen Burganlagen des Finchgaus. Im Laufe der Jahrhunderte hatte das Bauwerk einige Veränderungen zu erfahren. Die Burganlage setzt sich aus Bauelementen der Romanik, Gotik und der Renaissance zusammen. Erstmals wurde die Burg unter dem Namen Kurberg im Jahr 1259 in einer Urkunde des Fürstbischofs von Chur, Heinrich von Montfort, erwähnt, welcher sie auch 1250 erbauen ließ. Schon um 1300 wechselten die Besitzer, da verschiedene Adelsgeschlechter ihre Machtposition gegenüber den Bischöfen von Chur ausbauten. Anfang des 16. Jahrhunderts, nach dem Tod des letzten Vertreters der Herren von Matsch, kam die Burg in die Hände des neuen Besitzers, den Grafen von Trapp. Den ältesten Teil aus der Anlage aus der romanischen Zeit bildet der Bergfried, der Pallas und die Ringmauer. Bis ins 16. Jahrhundert behielt die Anlage hochmittelalterliches Aussehen. Doch als der Besitz an die Grafen von Trapp überging, begannen umfangreiche Zu- und Nachbauten. Die Ringmauer wurde erweitert und der sogenannte Taubenturm in die Anlage einbezogen, wo sich im letzten Geschoss tatsächlich Taubenschläge befanden. Die Fassadenmalerei, zwei Sonnenuhren und Wappen verwandter Familien wurden in Mitte des 16. Jahrhunderts aufgebracht. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde die Kurburg zu einer prächtigen Renaissanceburg umgewandelt. Eine breite Stufenanlage führt zum Torturm, dem Eingang in die Burg, mit dem äußeren Burghof und der Ringmauer. Eine überdachte Stufenanlage mit Galerie führt zum Glockenturm. Darunter ein Brunnen, der im äußeren Burghof der Wasserversorgung diente, denn Brandgefahr war immer gegeben und Löschkübel bereitstehen mussten. Die an der Ringmauer angebauten Gebäude waren im unteren Bereich die Wirtschafts- und Lagerräume der Burg. Die oberen Räume waren für die Wachmannschaft und das reichliche Burgpersonal ausgestattet. Unter dem Rundbogen befindet sich der Eingang zum Arkadenhof der Burganlage. Gegenüber das Wappen der Familie mit den Wappenvögeln, den Großtrappen. Der Arkadenhof wurde im Renaissance-Stil eingerichtet, unregelmäßige Bogenöffnungen umschließen den ganzen Burghof. In der ersten Etage liegen die Repräsentations- und Wohnräume der Fürstenfamilie. Die Bogen der Arkaden ruhen auf unterschiedlich gestalteten Säulen, von glatten bis zu skulpturähnlichen Formen.
Eine Besonderheit sind die Wand- und Deckenflächen des Arkadenganges, welche zur Gänze Fresken aufweisen. Die Gewölbe nimmt ein Baum mit gemalten Ästen, Zweigen und Früchten ein, der sich über alle vier Gebäudeflügel erstreckt. Ein in der Renaissance beliebtes Motiv, um die Natur in die Gebäude hereinzuholen. An den Wänden die unterschiedlichsten Tierdarstellungen in allerlei Posen, darüber Sinnesprüche in Latein wie der von Demosthenes. Vornehm und vortrefflich ziemt gar Schönheit und Anblick, im Herzen aber Mäßigkeit, in jedem von beiden Kraft und Mannhaftigkeit. Ein zur Besichtigung freigegebener Raum ist das Jakobszimmer mit seiner Porträtstatue aus geschnitztem Holz, in der Kleidung, als er seine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternahm. Ein seltenes und wertvolles Musikinstrument ist die Tischorgel, die nach einer umfangreichen Restaurierung wieder bespielbar ist. Diesen kunstvoll gestalteten Raum schließt die reich profilierte Kassettendecke mit dem Jupiterrelief im Mittel ab. Über den Eingang zur Bibliothek zeigt das Supraport unter anderem die Wappenvögel der Familie Trapp. In der Bibliothek setzt sich die Kassettendecke des Jakobszimmers in vereinfachter Form fort. Im zweiten Geschoss ist der Matschsaal zu besichtigen. Die Wände ziert die Porträtsammlung der Burgbesitzer und ihrer Familienangehörigen. Von den Wohn- und Repräsentationsräumen führt ein Wehrgang zur Ringmauer und dem Bergfried. Auch im Untergeschoss gelegen ist die Ende des 19. Jahrhunderts gestaltete Rüstkammer und sie gilt als die weltweit größte private. Die fast vollständige Ausrüstung einer kompletten Burgbesatzung ist zu bestaunen. Insgesamt mehr als 50 vollständig erhaltene Rüstungen, Schwerter und weitere Hieb- und Stichwaffen. Als Schusswaffe mit größter Reichweite wird auch die Armbrust gezeigt. Die Pfeile waren aus Holz und mit Eisenspitzen versehen. Die künstlerisch gestalteten Harnische stammen fast alle aus Mailänder oder Innsbrucker Plattnerwerkstätten. Die Kampfausrüstung eines Hühners sticht besonders hervor. Der um 1450 angefertigte Harnisch überragt mit einer Höhe von 2,10 Meter und einem Gewicht von über 40 Kilogramm alle anderen bei weitem. Allerdings fehlen Schusswaffen, da sie in der Zeit der Napoleonischen Kriege requiriert wurden. Im Untergeschoss befindet sich auch der Kerker der Burg. Die Herren von Trapp hatten auch die Gerichtsbarkeit inne und so mancher Häftling kam aus dem Kerker nicht mehr lebend heraus. In der Burgkapelle sind einige hervorragende Sakralgegenstände ausgestellt. Eine gefasste Madonna mit Kind aus dem 13. Jahrhundert
sowie ein Diptychon aus dem 15. Jahrhundert aus Holz mit Passionsszenen auf Goldgrund bemalt. Der vollständige Kreuzweg bis zur Grablegung ist auf zwei Bildtafeln dargestellt. Umrundet man die Burganlage, ist es sich schwer vorzustellen, dass sie nie erobert wurde. Sie überdauerte manche äußerst unruhige Zeiten, doch vom Gelände her scheint sie leicht einnehmbar und auch die Mauern sehen überwindbar aus. Es war vielleicht das diplomatische Verhalten der Burgherren, dass sie Kampfhandlungen und Zerstörungen verhinderten und so dieses außergewöhnliche Bauwerk für die Nachwelt im besten Zustand bewahren konnten.